Hab ich? Nö. Verdammt, hab ich nicht? Und? Ich hoffe, wir haben orangene Blümchen hinten in den Kisten. Dann brauche ich nämlich zwei Stück von. Uiuiui. Oder eine, je nachdem, wie viel da ich rauskriege. So. Und dann gucken wir mal, wie das dann wirkt. Orange. Oh, Red, nö. Mystical. Oh, Mystical Orange. Warte mal. Botania, da kriege ich keine raus. Verdammt. Haben wir noch irgendwo Blümchen? Nein. Nein, verdammt. Hier ist auch die anderen Conquest Reforged Sachen. Und noch Akazienholz. Okay. Die muss ich auch irgendwann nochmal verbraten. Jetzt wird es auch noch dunkel, oder? Oh nö. Ach, im Übrigen, mein Grab ist da auch noch. Was hatte ich nur akkurat übersehen von meinem Suizid, den ich begehen musste. Es war, wir sind auf die Dachkante geschlagen und da ist es noch. Ich lasse es da nochmal stehen. So. Ich will nicht schlafen. Ich habe Angst, dass der Schlafpack zustößt und wir nicht aus dem Bett rauskommen. Ich brauche eine orangene Blume. Das ist so gemein. So gemein. Orange Dai. Oh, warte mal. Daigem? Haben wir Daigems eigentlich schon? Wie ist echt. Haben wir die? Haben wir die? Haben wir die? Ich glaube nicht. Ansonsten Rot und Gelb. Rot und Gelb sollten wir hinkriegen. Rot und Gelb, das soll es sein. Kommt her, ihr Blümchen. Bitte, 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 bitte. Gelb, 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 gelb. Rot, 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 rot. Die Rosen seien rot. Das ist ja fast schon zu schade. Aber was tut man nicht alles dafür, ne? Und ein Dandelion. Mal gucken, kriege ich hier raus? Yeah! Und da ist die auch. Yeah, da immerhin. Und da haben wir auch theoretisch die Daigems. Die könnten wir uns natürlich mal herstellen. Dann machen wir doch. Das wäre eigentlich schön. Das wäre sogar richtig schön. Da brauchen wir aber ein bisschen mehr von, ne? Egal, jetzt machen wir erstmal den Hammer. Und haben wir irgendwelche Blume wirklich mal viel? Irgendein buntes Gemüse hier? Aus dem Clover. Kriegen wir aus dem Clover das raus, was ich brauche? Was haben wir denn hier? Light Grey. Ja. Das ist gut. Zack. Dann nehmen wir die doch mal mit. Ich hoffe, kein Creeper vor der Tür. Deswegen schnell fliegen. Oh, FPS kommt zurück. Das ist so grausam. Ah. So. Tür zu. Pui. Alles klar, wir brauchen jetzt noch zwei Stiggis. Oh je, ein Chaos ist auch da. Moin! Moin, moin, moin. Schön, dass ihr bist. Liebe Grüße an Klein und Groß Troll. Ja, ich bin wieder da. Ich mache wieder ein bisschen Streamsen hier, ne? Muss ja auch mal wieder sein. Und ja, so. Wir sind gerade dabei, uns den Hammer zu bauen. Wir brauchen leider noch ein bisschen mehr Material. Eins, zwei, drei. Stickies haben wir wie üblich ja mehr als zu viele. Eins, zwei. So. Falsch. Da. Da war mein. Und zack. Und zack. Und den Hammer. Supi. Und jetzt müssen wir mal kurz die Seeds haben wir hier da hinten. Dann machen wir das nämlich auch noch. Ganz, ganz schnell. Boing, erstmal wieder wogegen laufen. Ist immer wieder typisch für mich. Immer mit dem Kopf irgendwo in der Wand. Bams. Das sollte doch hoffentlich reichen. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. So, lalalala. Leider nicht ganz. Moment. Haha, da ist sie jetzt doch, dann reicht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, yeah! Und dann haben wir sogar noch ein paar über. Wumms! Jetzt können wir auch uns unsere eigene wunderschöne Farbe herstellen. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Na komm, das eine Ding hier können wir auch noch umwandeln. Moment, wenn wir schon dabei sind. Wie machen wir das jetzt mal am geschicktesten? Ich packe die am besten unten rein. Damit wir sie schon direkt einsortieren können. Oh! Ab nach unten. Richtiges Regal, richtige Reihe. Hammer ist important. Okay, so, ja, was hatte ich mir denn irgendwann mal hier bei der Sortierung gedacht? Wahrscheinlich nicht sehr viel. Wie machen wir es jetzt mal? Ach komm, kommst du da rein? Ups, ups, hier. Einige von den Sachen, also ich kriege zum Beispiel
lieber Chaos, keine Erde hier raus. Also diese komischen Erddrops. Bei mir ist es Erde. Aus irgendeinem Grund kann das sein, dass ich vielleicht irgendwas, was da vielleicht, dieses Hardcore benötigt dafür und ich habe irgendwas noch zusätzlich aktiviert. Aber es ist egal, es funktioniert. Ich habe gestern auch einen Testlauf gemacht. Spice of Life funktioniert inzwischen auch. Es macht nicht mehr ganz böse Aua mit den Maps, dass es sie komplett zerschrotet. Dementsprechend könnte es auch sein, na gut, dafür hatte ich halt den Schlafbug wieder bei meinem Testlauf gestern en masse. Aber das heißt, es könnte bald sein, dass ich sage, yay, hier habt ihr auch noch Life in the Wolfspack. Und jetzt haben wir erstmal den Hammer. Genau, der Hammer ist important. So, komm her. Auf die Säule drauf, Landung. Haha, sieht noch nicht so schön aus wegen der Kante da, aber ja, kannten wir mal. Ich wollte ja primär erstmal gucken, ob das so geht. Dieser Ausläufer, der fehlt mir einfach noch. Das sind so ein paar Kleinigkeiten einfach, die noch sein müssten. Hier spinnt mein... Dein Lippi spinnt. Oh weh, das ist aber nicht schön. Weil ich das Stream ruckelig wirke, könnte es auch daran liegen, dass OBS mal wieder einfach die FPS klaut. Keine Ahnung warum. Es ist grässlich. Grässlich, sag ich dir. Apropos Chaos... Wie heißt du, wie heißt dein Minecraft-Char? Genauso wie du dich so auch schreibst. Eigentlich können wir das sogar ausprobieren, dann sehe ich es ja, ob es funktioniert. Aber dich möchte ich dann woanders hinsetzen. So. Mal gucken, ob es klappt. Karo Girja. Hoffentlich habe ich so richtig. Kapi. Textur, lalalala, wo war das jetzt, Textur, Player, genau. Nachgucken, was da meine Leitung ruckelt. Nee, OBS und Minecraft, ich habe keine Ahnung, OBS und Minecraft mögen sich bei mir einfach beide nicht, deswegen ich bin so happy, wenn es hoffentlich im nächsten, spätestens nächsten Monat, wahrscheinlich ja spätestens übernächsten Monat, hoffentlich mit dem neuen System mal klappt. So... Ja, ist mein Nick, den ich sonst überall nutze. Alles klar. Ah, jetzt haben wir dich. Das passt, das passt. Der Maschinenknecht. Spielt dein Troll auch Minecraft und hat einen Char? Dann kann man den auch dazu setzen. So, jetzt haben wir zwei Untermieter hier. Super! Und weh, der Kessel geht aus! Dann komm ich dir dahin, dann gibt's Schellen! Ja, der passt wirklich super. Den hast du nur ausgewählt für diesen Moment, ne? Ja, sie spielt, okay. Hm, wo könnte man den Troll hinsetzen? Das ist eine gute Frage jetzt. Wir müssen dann irgendwo hier unten, glaube ich, noch Wohnungen einbauen, wo ich euch dann reinsetze. Wie heißt ihr Minecraft-Schaden? Die wird dann hier erstmal hier unten die Empfangsdame. Bin gespannt. Was sag ich gerade? Im Moment laufe ich hier mit irgendwas zwischen 20 und 30 FPS rum. Wenn OBS aus ist, sind es 120. Es ist, ach du grüne Neun. Brisa Trollvieh. Eieiei. Gut, dass ich nur einmal schreiben muss. Brisa. Bei Vieh muss ich immer an jemand anderes denken. An ein anderes Viech. Texture, Player, zack. Mach mal, das ist gut. Wir könnten... Ist sie eher groß oder klein? Wir könnten sie ein bisschen kleiner machen. Und... Bäm. Na komm! Ja, das passt irgendwie. Der Empfangstroll. Das passt irgendwie sehr schön. Fangst damit auf, wenn ich den Besuch mit meiner Kunde willkommen heißen darf. Ja, kannst du gerne machen. Meistens kommen hierher eh nur Creeper vorbei oder Zombies.
Hallo Brisa. Ja, sehr nette Empfangsdame. Mach mal hier, darf ich mir was sagen? Deine Frau sieht aus wie treu. So. Ah, das finde ich schön. Also da mag ich diese Mod alleine schon für, dass ich so einen Schabernack damit euch treiben kann. Ich muss ja nur im Zweifel versuchen, ob ich Minecraft Namen erraten kann. Und wenn nicht, ob ihr ihn mir freiwillig gebt. Das mit den Ernten müssen wir dann auch nochmal ausprobieren. Dann kann er hier auch weitermachen. Creeper und Zombies würde sie durchlassen. Was? Die müssen weg! Die machen doch hier alles kaputt. Vor allem, da wir hier so und so die Aggro-Creeper haben. Boah, habe ich gestern bei dem Testlauf wegen Spice of Life einen Schock gekriegt. Habe ich vorhin am Anfang des Streams schon erzählt. So, zack. Hoch damit und hoch damit. Die sind leider noch nicht. Die Creeper sind ja hier so ein bisschen gepimpt und auf Energy Drink. Gott sei Dank ist es stark. Außerdem, komm, Ambient Sounds. Wieso höre ich nichts? Die Musik ist so laut. Klingt das nicht schön? Und Creeper zwischen so lustig. So richtige Partyknaller. Silvesterböller sind's. Ich habe hier die Kante weggemacht, wo ich gestern den Testlauf gemacht habe. Da habe ich halt auch mich in einer Tour vom Dach gestürzt, um halt die ganze Zeit Essen zu verbrauchen, um zu testen, ob das geht und nicht die ganze Welt crasht und wieder weg ist oder irgendwas. Und da lief hier auf einmal auch so ein Zombie rum, der hat mich nicht gestört, da hing er unterm Dach fest und ein kleiner Creeper. Und die sind ja hier durch die Rough Mobs doch ein bisschen gepimpt und wie gesagt auf ordentlich Energy und Kaffee. Energy und Taurin Koffein. Der ist dann hier rumgerannt wie ein Wild geworden. Ja, sonst was. Und irgendwann ist er einfach mal von der Kante aufs Dach gehüpft und lief dann in das Haus hinter mir her. Da habe ich so leichte Panik gekriegt. Ja. Nee, ich glaube, es ist nicht Environment. Ich weiß es jetzt gar nicht. Mod. Ambient Sounds heißt er. Also ich weiß nicht, ob es der ist, ob es der Environment ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es eine Nachmachung ist. Aber ja, er ist drinne und ich freue mich, ich freue mich. Es klingt so schön. Es macht schon sehr viel her. Juhu. Und habe ja dann, wie gesagt, auch noch gestern zwei andere Mods getestet. Der eine habe ich schon wieder rausgeschmissen, die fand die Scheiße, ein anderer wird noch wieder rausfliegen. Weil ich mir gedacht habe, ey, Colored Wood und Colored Blocks... Ambient stimmt. Ah, gut. Boah, die sind. Das ist doch schön, kleine Farbgebung, kann man schön was mitmachen. Problem ist, für die die Blockvariante muss man dann 8 Volleisen hinsetzen und eine Farbe, um einen gefärbten Block rauszukriegen. Das ist so eine immense Verschwendung von Ressourcen, dass die direkt rausgeflogen ist. Und selbst diese hier. Wie viele Wälder soll ich abholzen, wenn ich damit einen ganzen Boden auslegen will? Boah! Ja, moin Crafting Master MC. Schön, dass du auch hergefunden hast. Und auch die wird daher wieder rausgehen. Das ist einfach, also das ist mein Augen Ressourcenverschwendung. Wenn dann wenigstens aus 8 Vollwood 8 gefärbte rauskommen würden, würde ich ja sagen, ist in Ordnung. Aber so einfach, nope. Die fliegt wieder raus, ansonsten wäre es so schön gewesen. Außerdem habe ich mir auch so ein paar Mobs, also Mods, ich bin überlegen, ob dieses Vize-Beast, was du mir empfohlen hattest, ob ich die noch mit reinmache. Denn Le Chunkloaders. Wir haben ja hier ein paar Sachen zum Chunkloaden. Einmal den klassischen. Das Rezept geht wieder. Juhu. Und alternativ, den wollte ich ausprobieren in der Testwelt gestern. Diesen hier, den Chunkloading Ward. Hat es auch schon vorbereitet gehabt. Problem ist, ich muss dafür Villager opfern. Crafting Master MC. Könnte sein. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Könnte aber sein. Also mit Master hatte ich hier schon ein paar, mit Crafting halt auch schon ein paar. Falls ich mich jetzt nicht 100% erinnere oder du vielleicht auf YouTube zum Beispiel herkommst oder anders heißt, bin ich nicht ganz sicher. Gegebenenfalls versuch mich zu erinnern, ich komme mit Sicherheit irgendwie drauf. Also Colored Blöcke sind ja schon gut. Ja, richtig, diesen... Ne, das ist richtig, das sind die nicht wert. Hier nochmal kurz hier drauf. Das Problem ist, ich will keine Villager im Moment opfern. Dementsprechend habe ich mich dann dagegen entschieden. Stimmt, das kann sehr gut sein. Deswegen erinnere ich mich wahrscheinlich an Crafting und Master.
Ah, ich komme leider gerade nicht drauf. Es sind aber halt auch immer ein paar viele. Das bin ich zu entschuldigen. 3x3 Chunkbereich. Für GP, das sind alle anderen besser. Hm? Okay. Und ja, also wie gesagt, da muss man mal gucken, ob ich dann vielleicht noch das reinmache. Wir haben ja noch einen Chunkloader von Neotech. Den könnte man ja auch ausprobieren. Ist jetzt vielleicht auch nicht das billigste, aber ich glaube, das ginge zur Not auch. Also das finde ich jetzt nicht so expensive. Das hier ist ja nun auch schon ein bisschen was man reinsammeln muss, vor allem wenn man noch vielleicht nicht so viele Ressourcen hat. Ist auf jeden Fall nicht schlimm, da bin ich froh. Man kann sich nicht immer an alle erinnern. Das tut mir dann ja meistens auch leid, wenn ich mich dann irgendwie nicht erinnere. Halt, erst umdrehen, nicht, dass hier wieder irgendein Creeper ist. Dann kriegt der Troll die Schuld, weil er nicht aufgepasst hat. So, und als nächstes legt der gute Chaos für seinen Mini-Trollen in Minecraft-Account an, damit wir die Familie hier vereinen können. Mit passenden Skin. Eine Kombination aus Maschinist und Troll. Das sieht bestimmt sehr interessant aus. So, das kann da rein, das kann da rein. Das brauche ich nicht. Da. Die Alabaster wollte ich behalten. Brauche ich noch. Und auch jetzt hier, weil ich mir für Light Blue, die habe ich mir leider ercheatet. Ging nicht anders. Ja, ist nachvollziehbar. Ist immer so, die Pappnasen, die regelmäßig da sind, mit denen man sich regelmäßig irgendwie unterhält per Chat oder so, die kennt man. Die kennt man auf jeden Fall. Aber wenn dann mal vielleicht jemand auch mal längere Zeit nicht da sein konnte oder dabei war, oder ich habe ja auch längere Zeit da nicht gestreamt. Na, super. Halt, ich hänge irgendwo fest. Wer die Säule hier gesetzt? Ich hab immer schon. Boah, Skelette sind nicht so wild, die. Hallo? Oh, wie? Oh, ich hasse es immer, wenn so ein Leck kommt. Ich habe dann immer Panik, das gleiche Spiel crasht. Na komm. Böser Block. Der Block macht nicht das, was ich will. Maschinen repariert man nicht. Und indem man mit der Keule draufhaut, oder? Ja, es ist. Man kann sich nicht immer an alle erinnern. Das ist. Oh! Bah! Jetzt will sie mich ärgern! Bisschen wie Fahrsemmeln hier? So, guck. Da dran! Irgendwie ging das doch. Moment, Moment. Nee, so ging's auch nicht. Ah, so, jetzt haben wir's. Nein! Okay, jetzt haben wir's. Dann müssen wir. Zack, zack. Und zack. Ja! Oh Gott, oh Gott. Bam, bam, denken. Solche Modpacks bzw. Modzusammenstellungen sind mir zu kompliziert. Ach, das geht. Das hier ist ganz toll. Klein, süß und unschuldig, dieses Modpack. Und hoffentlich bald auch in Release. Wie gesagt, OTP gibt es ja inoffiziell schon zum Downloaden. Ich hoffe, es hat auch vielleicht schon mal irgendeiner probiert. Es wäre mir ganz gut zu wissen, ob es überhaupt funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe. So. Zack. Nein. Nein. Ja, nein, vielleicht, doch nicht, immer noch nicht. Nochmal drehen. Ja! Kannst du die nicht voll allein ausrichten? Ich hab keine Lust, jetzt hier 2 Stunden lang voll die ganze Ecke rummeln, wer weiß, wie lange der Raum noch wird. Ich will nicht. Ja, blauer Himmel, blau und schön, da so wollen wir das sehen. Meiste Zeit ärgert man sich drüber. Warum soll man sich drüber ärgern? Also so schlimm sind meine Packs jetzt. Okay, ich rede OTP mal ausgenommen mit 240 oder wie viel es inzwischen sind Mods. Ist das hier doch noch ganz harmlos. Also mal wirklich. Das sind gerade mal 176 Mods inzwischen. Und sehr viel Deko. Deko ist immer schön. Es sind ja gar nicht so viel. Doch, es sind eigentlich genug Tech-Mods drin und auch genug Magie-Mods. Es ist ja eigentlich für jeden was dabei. Man muss ja nicht alles benutzen. Man muss ja nicht.
die Ecken genauso wie Treppen ausrichten lassen. Ja, eigentlich schon, ne? Ist das auch, Spielen wir zwei derzeit Regrowth. Oh, das habe ich mal ausprobiert. Uiuiui. Uiuiuiui. So. Jetzt machen wir erstmal die Wände. Da kann wenigstens nicht viel falsch gehen mit den Blöcken. Da ist es egal, warum sie sich platzieren. So, Daumen. Nein! Kann nicht viel falsch gehen, ne? Gucken, was der Troll macht. Ich traue Trollen nie. Ich weiß nicht wieso, ich habe kein großes Vertrauen. Es gibt nur Elfen, die sind noch schlimmer. Ja, ein 1,7er, genau. Ja, Hardcore-Quest, richtig. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe, ja doch, Regrowth habe ich auch ausprobiert gehabt. Und was war es noch? Da gibt es ja noch eins so in so einer... Regrowth ist ja wirklich... Ist ganz schön gemacht, muss ich zugeben, aber es war mir dann doch zu langwierig. Und es gibt noch eins, wie hieß das denn jetzt? Da war ich dann, da ist man mehr oder weniger, kommt die ganze Zeit in so einer riesen Wüste, musst du halt, dass man Trinken findet und. Das Problem ist, die Wüste kann stellenweise auch einfach mal komplett zusammenfallen und dich verschlucken. Und nachdem ich da mehr oder weniger meine komplette Base von dem scheiß Wüstenzusammensturz verschluckt war, hatte ich dann die Schnauze voll davon. Ah, aber es gibt ja so viele Packs, das ist ja schlimm. Deswegen spiele ich auch mein eigenes, da weiß ich wenigstens, was für Mist drin ist. Ich habe meins um 10 Uhr zu... Crash Landing war es nicht. Crash... Oder war es Crash Landing? Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste jetzt gucken. Crash Landing war es aber, glaube ich, nicht. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr viele. Auch sehr, sehr viele gute. Und ja... Also kann schon schlimm sein. So, zack, 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 mal her. Halt! Soybeans. Soybeans sind ganz wichtig. Die brauchen wir ganz, ganz viel. Wo sind sie? Da sind sie. Hui! La 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 la. Da da dam dam da 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 dam dam da. So. Ah! Farbe! Yay! Dann können wir uns... Ich mag diese Mods. Ich mag sie theoretisch sehr gern. Also für diese Ressourcen, gerade die Glowstone und so, wenn man da echt voll große Felder mit anlegt. Never, wozu? Ich hab genug Glowstone. So, zack, 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 zack. Das wieder weg. Den Alabaster brauche ich höchstwahrscheinlich noch, wie ich mich kenne. Da, da, da. Ich könnte es ja mal... Oh, Moment, ich gucke mal. Vielleicht finde ich es, jetzt muss ich mir kurz überlegen, dass ich einen richtigen Bildschirm finde. Nein, Pause nicht, Talkrunde, ja, da. Ich gucke mal. Ich weiß, dass ich es deinstalliert habe, aber vielleicht finde ich es ja auf die Schnelle. Alle Modpacks durchsuchen. Es war auf jeden Fall auch 1.7.10 damals. Ah Gott, wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Es kann auch Crash Landing sogar gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Space Astronomy, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Regrowth, das spielt ihr ja so schön. Infinity Wolf, Sky City, Ticket, oh Gottchen. Evolving Technology, Magical 3, nein, 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 nein. Fizzy Beast Light, nein, 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 nein. Ach Gott, ist da viel. Terra Firma Punk, alles klar, da weiß man, woher es herkommt. Terra Firma Craft Reloaded gibt's inzwischen auch. Ach du Schande. Terra. Ach, der April-Scherz. Das ist immer noch ganz oben in den Downloads rein. Finde ich auch schön. Da haben wir damals, glaube ich, den ersten Stream, den ich gemacht habe, haben wir das ja auch gespielt. Lalala. Hallo, gibt's das nicht mehr? Oder ist das Pack wegge... Also würde mich wundern. Skyblocks, Space, Magical Tool, derzeit war es auf jeden Fall. Wenn ich das Logo sehe, erkenne ich es auch. Ist es das? Ja, A New Beginning! A New Beginning war es. So. Zurück mit mir. Zack.
ihr kriegt auf jeden Fall eine Behausung. Das, irgendwie muss ich mir was überlegen, wo ich hier dann Wohnungen für euch hinziehe. Beziehungsweise ich werde euch dann wahrscheinlich irgendwo mal wirklich in ein eigenes Dorf verfrachten. Aber ja. Odd Couple. Ein Troll und ein... Oh, schön. So, lalalala. Lalalala. Aber doch, finde ich schön. Also das Blau passt auf jeden Fall. Das Blau passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie ich das hier mit den Säulen mache. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar. Müssen wir mal ein paar bauen. Und auch ein paar für oben. So, zack. Halt. Obwohl doch, da brauche ich ja jetzt auch noch ein paar von. Zack, 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 zack. So, das sollte mir erstmal reichen. Blöcke her. Die da rein. Rounded. Classical. Nee, hier. Welcher jetzt unten genommen? Okay, die mittleren sind einfach. A New Beginning kennst du nicht? Ich habe mir gedacht, oh, sieht ja ganz gut aus, passt. Und als ich dann so die erste Nacht überstanden hatte und dann auf einmal am anderen Morgen so um mich herum die halbe Welt einfach zusammengekracht ist, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, keine Ahnung, wie sich die weiterentwickelt hat, aber da war ich dann schon leicht bestürzt, möchte ich sagen. Irgendwann stehst du da so morgens auf, guckst aus dem Fenster, denkst, yes, erste Nacht überlebt und guckst wirklich raus und siehst da im Horizont die Wüste einfach nur im Boden verschwinden und denkst dir, okay. Interessant. Spielst dann weiter und die Wüste verschwindet immer mal wieder und kommt dir, das Loch kommt dir einfach nur näher. Und du, was tue ich jetzt? Was mache ich hier? Ich will hier weg. Und es war aber, wie gesagt, ganz so lustig eigentlich. So, lalalala. Ach komm, zack. Wo ist der Rest denn? Ach, so hat er schon. So, da kommen wir erstmal ein bisschen mit weiter. Lalalala. War aber, wie gesagt, ganz lustig. Wie machen wir das hier? Wie machen wir das hier? Ich bin halt noch... Wenn ich das hier mit der Decke mache, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir doch noch nicht sicher. Gucken wir erstmal. So, jetzt ist man mit dem Jetpack hoch. Da kann zum Glück nicht viel schief gehen. Der muss weg. Klingt nach einem Fehler in der World Gen. Okay. Da das mehrmals passiert ist, wäre das aber ein großer Fehler gewesen. Aber zumindest hatte ich keine Lust, irgendwann im Nichts zu verschwinden. Und dementsprechend habe ich dann mir das Pick nicht weiter angeguckt. Aber ist theoretisch auch ein interessanter Aspekt, wenn du da so, ja, du musst in einer Tour weiterziehen, du musst sehen, dass du deine Ressourcen beisammenhältst, damit du dann irgendwann von dem Planeten verschwinden kannst oder so, weil die Welt will dich einfach nur töten. Sie verfällt um dich herum. Wäre auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz. Wäre auch ein sehr mies zu spielen. Och Mann! Wie muss ich gucken, dass du mal richtig sitzt? Na, ja, das sitzt fast richtig.